So Leute, hallo und herzlich willkommen zu Cyberpunk nochmal. So, Elgato ist jetzt wieder gut. Elgato, Moment, Moment. Kurz Pet ran holen. So. Elgato gehört jetzt wieder zu den Guten. Ach so, nicht darüber. Elgato gehört jetzt wieder zu den guten Leuten. Ja. Mein Stream geht wahrscheinlich wieder. Ich guck gleich mal. Aber ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, auf jeden Fall, dass das jetzt alles wieder gehen sollte mit der Synchronität zum Spiel. Ich glaube, der Sound ist in sich, halt so 0,5, 0,3, 0,4 Sekunden später da. Aber gestern bei den Tests gestern Abend noch sah das alles schon sehr gut aus. Das kann ich natürlich noch nicht ganz bestätigen. Ich muss hier erstmal reingucken. Moin Omni! Omni, bist du nicht bei Phasmophobia gleich dabei dann? Ich guck gerade kurz nochmal hier rein. Was irgendwas ist, was ich jetzt übersehen habe. Nö. Nichts Interessantes für mich. So, weil Spartan wollte noch seiner Frau Bescheid sagen. Und deren Lieblingsspiel ist nämlich Phasmophobia. Der hat gesagt, dass ich da wahrscheinlich mal wieder eine Runde reinballern werde. Weiß noch nicht wie lange, aber. Und erst mal gucken, ob das Doppelsound weg ist. Weil das sieht eigentlich ganz gut aus hier auf meiner Soundleiste. Dass Desktop-Sound und Video-Capture-Device wieder gleichzeitig sind. Und was Könnte sagt ihr zu jetzt diesem schwer sagen. Amazaka-Flugzeugträger, der Night City angedockt ist? Heißt Kuchira oder der Wal? Angeblich meinte der Konzern, dass die japanischen Gewässer nicht sicher sind. Sie hatten wohl Angst. Omni, hörst du was doppelt? Ja. Moin Feder! Schön, dass du wieder mal reinschaust. Gerade wenn wieder alles funktioniert. Das ist doch wunderbar. So. Ah, so kann ich also hier noch so ein bisschen gucken und das wechseln. So, wie geht's dir, Feder? Schon länger nicht mehr gesehen, würde ich sagen. Schon ein bisschen her. Ah, okay. Hier wollte ich noch eine Mission machen. Stark. Ich kann mich nicht beklagen. Ich kann mich nicht beklagen. Alles wie immer, alles schön. Also, ein Nichtsnutz mit dem dämlichen Namen Eloise der Keen hat mich verarscht und die Stadt verlassen. Aber scheiß auf den Typen. Ich brauche die Daten, die er in NC zurückgelassen hat. Vor allem die auf seinem Laptop. Details im Anhang. Kümmer dich drum. So. Und sonst, Feder, wie war die Schule jetzt eigentlich? Beziehungsweise hast du dich gut gemacht in den letzten Arbeiten? Darf man dich loben? Guten Tag! Moin! Wie? Zweimal geschnitten. Beim Handwerken oder was? So. Also schon alles weglooten hier. Echt? Oh, Overwatch hat mich schon ein bisschen gebrochen halt. Also das erinnert mich irgendwie sehr an Pokémon Unite halt so. Vom Random Level. Ah! Moment.
Ja, kriegst du dazu Noten oder nicht? Das sind für hässliche Musik. Ah, beim Kochen. Ach so, okay, das, das, auf das war es bezogen, ja. Oh Mann. Okay, Sicherheit hacken. 55, 1CFF55. BD E9. 55. Oh Mann, muss er aufpassen. Alles klar. Dann, dann viel, viel Spaß und viel Erfolg, Feder. Beim Game. Dass ihr viele Spiele gewinnt, euer Elo hochhaltet. Alles gut, das, das, das habe ich schon vergessen. Es bricht mir das Herz, Feder. Aber das ist natürlich in Ordnung. Hab viel Spaß. So, Omni guckt noch zu, hört dazu, ignoriert alles. So. Hallöchen, Spartan. Spielt deine Frau dann gleich mit? Oder hat sie schon dazu sich positiv geäußert? Zu dem Plan, Phasmophobia. Ach so. Aber deine Freundin nicht, oder? Oder ist einfach noch. Ja, gut, ist ja auch egal. Können wir später mal reinschalten. Weil ich wollte jetzt noch eine Stunde das hier spielen. Um meinen Sound zu checken, halt. Ob da irgendwas passiert oder nicht. Weil. Jetzt sollte es synchron wieder sein. Ich check jetzt gleich nochmal gegen. Ja. Also, man stelle wieder fest. Es lag nicht an der Maschine, es lag wieder Menschen. Ja, weil es ist tatsächlich, dass die Capture Card nur 60 Hertz. Warte. Ne, ist immer noch synchron, okay. Ja, deswegen, dass sie nur 60 Hertz und 60 Frames kann halt eben und ich mit 144 Hertz um die Ecke kommen wollte. Das leider ein bisschen übertrieben war. Weil jetzt scheint sie wieder alles normal zu laufen. Ich bin ja schon krass geworden, ne? Also die erste Mission war ja echt knüppelhart, ey. Oder zu G-Set. Was ist das gewesen? Ashura. Und jetzt ist es so. Gehst du rein. Mach alle kaputt. Ach, so deswegen. Ah, okay. Ja, kein Problem. Hatte keinen Stress. Sonst call ich sie gleich über den. Ich bait sie gleich über den Titel. So. Ja? Ja. Wir spart dran, wir nicht. Wer nicht. So. Wir sind alle sehr fleißig. Ich bin jetzt auch fleißig und arbeite gerade. So. So, ja. Und sonst spart dann alles gut. Omni ist anscheinend schon wieder geistig weg oder so. Hey, wo kommst du denn her? War gerade unten. Willst du das erklären? Ich weiß nicht, was du da gesehen hast. Ich gehe da nie runter. Ich weiß nichts. Die haben mich gezwungen. Ich bin ihre Geisel. Die meinten, wenn ich abhaue, bin ich der Nächste. Ich schwör's. Hab deine Post gelesen. Ich weiß, was los ist. Tja, also, vielleicht hast du Interesse an einem... Ich gebe dir einen Rabatt aufs Leben. Boom! So, also ich...
Ich würde mal interpretieren, dass ich habe dann die Mails gelesen. Ich muss nur. Ich würde mal sagen, er hat mal interpretiert, wenn er sagt, ich habe deine Mails gelesen, dass er ganz genau Bescheid weiß und dass er das auch absichtlich gemacht hat und nicht gezwungen wurde. Ich gucke mir das gleich nochmal an, um den Kill zu bestätigen, dass ich das Richtige getan habe. So. Ja, ganz ehrlich, wenn der, ne, wenn er dämlich genug war, davon zu trinken, schreibe ich wohl gerade an zwei Leichen. Wenn er auf dem Tick habe, das Zeug spätestens morgen sowieso wieder auf dem Tisch, auf dem Tisch stehen, dann könnt ihr mir glauben, dass eure Bosse ein kleiner Deal sein werden. Das heißt, dass ich gerade an zwei Leichen schreibe. Falls ihr das Glück gehabt habt, dass du lesen, vielleicht eine Chance weiter zu atmen. Bringt das Flanzenel sofort zurück oder ihr liegt demnächst auf meinem Tisch. Du liegt euch zweimal, wenn ihr bescheißt. Also, er hat gelogen, definitiv. Er ist da komplett mit drinne. Das heißt, er hat hier die armen Leute auseinandergenommen halt. Ergo, tot. So, Quote of the Day. Warte, ich guck mal, welcher das ist. Nämlich Spartas, nicht der Quote ist nämlich. Ja, warte, warte, ich finde ihn. Ich weiß nicht, welcher das war. War der letzte, den wir gemacht haben hier. Einen Hundemann habe ich schon. Genau. Ja, wenn ihr es nicht macht, macht es ein anderer. Aber wenn ich euch alle umbringe, kann es keiner mehr machen. Das ist nämlich der Quote, der all diese Sachen rechtfertigt. Denn ja, andere Leute werden so handeln und böse handeln und Leute ausnutzen und so weiter halt oder umbringen und die verscharren. Aber wenn ich alle umgebracht habe, kann das keiner mehr machen. So. Deswegen Rechtfertigung erklärt. So, Polizei ist auch nicht mehr hinter mir her. So, den Typ haben wir aus dem Verkehr gezogen. Also letztes Mal mit den, apropos, dass meine Lebenspunkte auf 182 sind, ist Absicht. Also war eigentlich keine Absicht, aber mir ist es gerade aufgefallen. Deswegen, ne, eine kleine Referenz an mich selbst. Stark! Spartan, Glückwunsch. Ich habe mir schon Hundemon geschnappt. So. Wie weit ist denn das? Wir können jetzt springen. Also höher auf jeden Fall. So. Attente. Also hast du eine rotzige Musik hier, genau die Tech, die ich haben wollte. Danke. Getting closer. Das ist die Werbung, auf die wir alle gewartet haben. Ja, das ist bitter. Das ist bitter. Ich habe tatsächlich schon ein paar echt gute zusammengekriegt, halt, muss ich echt sagen. Da bin ich relativ zufrieden im Moment mit. Aber noch eine Nebenmission? Da. Dann gehen wir vor zum NYPCD oder immer. Ja, mein Hundemon war eins von den besseren Pokémon, die ich habe. So. Jetzt können wir schon ein bisschen Action hier machen. Immer wenn wir Ausdauer verbrauchen, können wir unseren Athletik-Skill, glaube ich, hochleveln. Deswegen springe ich einfach ein bisschen rum. Als ob es völlig normal wäre. Weil warum nicht? Weil ich kann es ja. Aus dem Weg! Okay, die. Ein Problem? Glyvanas, ne? Bin ja sehr Gangster hier. So. Nochmal gucken hier, wo wir rüberkommen. Darum? Ach, cool.
Das ging ja easy. Kann ich ganz hoch? Ja, ne? Ne, ganz hoch komme ich nicht, ne? Schade. Naja, war schon schön. Schön, schön. So, jetzt haben wir Level Up. Haben wir schon wieder jetzt neue... Ach, cool. Da habe ich schon wieder was. Ich wahrscheinlich nur Level Up, ne? 70 Meter. Frage, ob ich da irgendwie vorbeikomme, ne? Nee, nicht. Was war die von mir? Was hab ich denn getan, ey? Ich glaube nicht, dass ich mir einfach so Straße angreifen können, ne? Ich guck mich nur um, bisschen Sightseeing, dies, das. Und die kommen um die Ecke, schießen einfach auf mich. Ja, okay. Ich sehe, das da drüben geht schneller. Da komme ich leider nicht drum rum. Aber bis jetzt würde ich sagen, dürfte das alles synchron sein. Ja. Okay, das heißt, die Probleme sind geregelt. Das heißt, God of War Ragnarök kann kommen. Sonst hätte ich einen Ragnarök hier in Bremen veranstaltet. Und wenn meine Game Capture Karte funktioniert, sieht ja. Athletik, 75 Erfahrungspunkte. Nur weil ich renne. Oh. So hier. Was ist das Erste, was ich in die trinken werde? So, Omni, was geht? Ist eigentlich gleich bei Phasmophobia dabei oder keine Lust? An alle NCPD-Subunternehmer. Mhm. So, ich bin jetzt hier ein Subunternehmen. Ach, da muss ich hoch? Okay. Was speichern? Weil das kommt bestimmt hier gleich ein bisschen Action auf mich zu. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit, ja. Wie gesagt, weil ich dachte, weil meine Freundin ist gerade mit einem Kleinen zu einer Vorlesung oder sowas halt. Ah. Oh. Wo ist der? Ja, jetzt kann ich hochspringen, Kollege, ne? Ich komm zu dir, ey. Achso, wenn du Borderlands spielen willst, klar, das können wir auch noch machen, aber ich muss nicht einmal. Dann wechseln wir gleich zu Borderlands. Ich habe natürlich Dings gesagt, hier, Spartan hat gesagt, dass ich mit seiner Freundin auch spielen würde. Ah! So. Okay. Warte, ich muss nachladen. Sorry, Typ. So. Oh, wo ist denn der? Du lebst immer noch? Ist jetzt tot? Okay. Okay, wer ist von dem der Hacker hier? Da oben? So. Okay, das wird wieder schon mal gut. Wo ist denn der Netrunner? Die gehen mir richtig auf den Sack, ne? Ich muss eigentlich mal. Okay, ich komm zu dir rüber. Warte. Moin, Nessie! Wie geht's dir? So, hier ist einer leider. Was dachte der da oben, ne? Der Netrunner. So. Bist du der Richtige, der mich ist? Hilfe! Und na los! Zack. So. Ach, kann auch nicht. Mich auch nicht. Ist noch einer?
Okay, okay, der geht mir so auf den Sack, der wird jetzt umgebracht. Ich geh gleich looten. Erstmal hol ich mir den Typen hier. Scheiße, okay, okay, das müssen wir ein bisschen geschickter angehen jetzt hier. So, also ich glaube, da oben ist noch einer drauf. Den will ich mir gerne schnappen, weil der mir so auf den Sack geht, ey. So, also jetzt suche ich mal da hochzukommen. Nein, aua, er ist runtergefallen. Ah, cool, okay. Das hilft auch natürlich. Sollst du hochspringen? So, wo ist der? Wer hat mich gerade die ganze Zeit... Oh nein! Ich tatsächlich, weil meine Freundin und der Kleine und die Kleine sind halt eine Vorlesung in irgendeiner Bücherei oder sowas halt. Oder irgendeiner wohl irgendein Kinderbuch vorliest, ich habe keine Ahnung. Irgendwie sowas. Ergo konnte ich schnell essen und konnte online gehen. Ich wollte halt eben auch testen, wie es jetzt mit der PlayStation ist. So, wo ist der Netrunner, der mich jetzt hier gerade penetriert hat, ist die Frage. Bin ich jetzt gerade? Da? Wo war sie? Da unten, ne? Okay. Deswegen habe ich gedacht, na, dann kann ich das ja eigentlich hier ganz gut machen. So, ihr wollt auch wieder den Shotgun-Shinobi sehen, oder? Hast du gehört? Sorry, bin ja eben runtergefallen. Hi! Body moving, keep your body moving. So, das hat noch ein bisschen mehr gezuckt. Doch, Shotgun Shinobi, wie wir hier sehen. So, jeder will den Shotgun Shinobi. Was ist das hier? Code des Tages? Warte. Dark. Ein Klassiker. So, ein C, ein CBD. Zack, zack, zack. So. Ein Absturz-Shinobi ist auch gut, ja. Ne, das war der Kranich. Er fällt auf seine Beute. Oh nein, was ist mit dem passiert? Wo sind die Beine? Okay, das ist ein Arm. Da ist noch ein Arm. Oh shit, da sind die Beine verloren. Ich finde sie nicht mehr. Naja. Der hat da noch Beine. Muss er die nehmen? Ich bin ein bisschen überladen, glaube ich. Schätze ich mal ganz spontan. So, haben wir jetzt eigentlich das hier gelöst? Nachdem ich die aufgelöst habe? Ja, wir haben es gelöst. Okay. Also jetzt müssen wir kurz mal den Kram hier auseinanderbauen. Weil wir sind irgendwie... Also... also, ich finde, der Typ hat Stil, ne? Also wenn sich jemand fragt, wie so ein Typ aussieht, der so durch ein paar andere Menschen durchläuft, ihnen die Beine abtrennt und einfach... Ne? Er hat sich gerade stark Spartan. Na, Omni. Beides. Also ich würde sagen, wir starten zuerst mit Borderlands. Und gucken da mal rein halt. Und wenn Spartans Frau nachher Bock hat, da zu spielen, dann wechseln wir auf Phasmophobia. Das war halt so mein Plan. Weil ich Phasmophobia angekündigt habe, deswegen würde ich es gerne, aber in Verbindung halt auch, dass eine Frau damit spielen. Deswegen würde ich sagen, das mache ich jetzt noch. Ich mache so eine halbe Stündchen, mache ich noch das hier, 35 Minuten. Und dann wechseln wir auf eben links auf Borderlands. So, meine Hotpants kann ich noch nicht tragen, dafür brauche ich Level 10.
Das ist natürlich tragisch. Und Hotpants werden wenn schon gut jetzt. Für die Jahreszeit. So. Okay, also, ich sag mal so. Klamotten sehen nur geringfügig besser jetzt aus. Da habe ich schon Besseres gesehen. Und die Hotpants kommen gleich. Boah, noch ein Level. Haben wir es auch wieder geschafft. So, Waffen müssen wir auch eben gucken. Also. Hier sind ein paar geile Sachen dabei, ne? Also, die hier ist eine Power. So, die ist schon ja ein bisschen krasser. Schockschaden finde ich gut. Würde ich machen, ja. So, dann gucken wir, ob ich die noch verbessern kann. Eine Textschrotflinte. Physischer Schaden, Thermalschaden ist gut. Schockschaden ist natürlich besser. Ein Laternecto. Ich glaube, das fange ich mir mal, ne? Okay, Catch. Hyperball. Hyperball. Nein, so schreibt man Hyperball. So, dann wird die auch gleich verkauft hier. Bisschen verarbeitet in unseren Dings. So, haben wir einen besseren Revolver? Nee, ne? Pistole. Da, der ist besser. Der ist schon ein bisschen besser. So, jetzt können wir den Rest verkaufen. Außer die Sachen, die wir nicht tragen können, die brauchen wir vielleicht noch. Sonst bannen wir erstmal alles raus. Vielleicht wollte einen Revolver unbedingt haben. Ich will zwei Schrotflinten haben. Also eigentlich reicht mir eine, aber ich bin einfach zwei jetzt da. So, die hat keinen Mod. Die hat keinen Mod, aber die kann Mod vertragen. Ne? Wir haben eh ein paar Aufsitze. Das finde ich schön. Das finde ich besser. So, er sieht schon richtig stylisch aus. Was ist das? XP, kann ich das benutzen? Also ist das, was ist das? Ist das ein Mod? Kann ich das irgendwo ausrüsten? Oh, die haben wir auch noch. So, Katana kommt wieder später oder irgendeine andere Ausrüstung. Kann ich eigentlich immer noch die hier... Ja, kann ich auch noch zerlegen, ne? So. Da habe ich auch schon ein paar von. So, das kann ich irgendwo ausrüsten. Er hat eine Street Cred um 5,5%, ne? Kleidungsmod? Nein. Kann ich nicht ändern. Vielen Dank. So. Okay. Jetzt sind wir wieder ein bisschen agiler hier unterwegs. Okay, so. Jetzt gehen wir runter zum Attentat, ne? Auf dem Weg kriegen wir eine Schnellreise, können wir benutzen. Jetzt kommt wieder der fallende Kranich. Okay, hat gar nicht wehgetan. Guten Tag, Officers. Ignorieren Sie mich einfach, ich bin nur ein kleiner Gangster. Der verdammt cool aussieht mit seinen Klamotten. Kann ich jetzt irgendwo hin? Ja, ne? Dann würde ich doch direkt dahin gehen. Also im Endeffekt war es mein Fehler. Meine Game Capture Card kann nur 60 FPS bzw. 60 Hertz. Maximal, also ich sehe diese 4K halt, ihr nicht. Ihr seht hier 1080 oder sowas halt. Was auch immer. Und ich hatte meinen Monitor von 144 Hertz gestellt. Ich dachte natürlich. Sein Name ist Jay Hyun, Menschenhändler und menschlicher Abschaum. Erledige den für mich. Und ich dachte natürlich, hey, es ist völlig egal, was ich einstelle. Wenn meine Game Capture Card einfach nicht mehr kann, dann wird er auch nicht mehr versuchen halt. Also das ist, ne? Ist es halt gecapped, dann okay, 60 Hertz, mehr geht halt nicht. So bin ich an die Sache rangegangen, halt, was natürlich fatal war. Denn ich habe dann auch gestern Abend, als ich dann alles wieder umgestellt hat, dass ich hier, wenn ich PlayStation 4 spiele, PlayStation 5 spiele, halt auf 60 Hertz runtergehe und so. Und dann habe ich wieder das Spiel gestartet kurz.
hab ein paar Schüsse abgefeuert, hab mir die Sounds angeguckt und so, also die Bewegungen halt, ob die jetzt synchron wieder sind von meinem Headset und meinem Spiel, und sind sie jetzt wieder komischerweise. Das heißt, es war nur, weil ich den Monitor anders eingestellt hatte, und ich glaube auch bei Dings hier, bei PlayStation habe ich das auch nochmal ausgestellt, dass er gar nicht auf 120 Hertz mehr geht, vorsichtshalber. Ja. Das heißt, im Prinzip war es meine Schuld, um das einfach mal runterzubrechen. Deswegen ist Elgato wieder gut. Das wird auch mal offiziell erwähnt, weil ich kann ja nicht hier irgendwelche Brücken hinter mir abfackeln, wenn es sein kann, dass ich vielleicht irgendwann nochmal eine Chance habe, was von denen zu kriegen. Der Sound ist trotzdem Rotz. Da werde ich mich auch noch bei Zeiten mit befassen. Ob ich da irgendwas machen kann halt. So, aber es ist halt die Frage, ob ich das irgendwie regeln kann halt. Also auch auf eine Weise, dass das auch immer funktioniert. Vielleicht das mal. Ich weiß. Ich bin jetzt wieder viel zu sehr. Ich mache schon wieder viel zu viele Sachen jetzt, die schon wieder in Chaos enden werden. Aber nochmal. Ja. Das stimmt, Messi. Das ist aber ganz lieb, dass du nachfragst und nicht willst, dass ich verzweifle. Und mir fiel auch auf, dass deine Antwort heute, wie es dir geht, heute gut war. Also gehe ich davon aus, dass das etwaige deine Stimmung jetzt besser ist. Und sehe ich das richtig? Ich habe wieder Happiness. Von mit Granaten abgeworfen. Haha. Und Bande. Oh mein Gott, was habt ihr mit ihm gemacht? Oh mein Gott, sie haben Kennys Wirbelsäule getötet. Ihr Schweine. Oh, das war der? Natürlich kenne ich noch nicht das Problem oder kannte ich nicht das Problem, deswegen freue ich mich einfach, dass es wieder alles gut ist bei dir, dass es dir gut geht und ne, du wieder gut drauf bist. Das ist das Wichtigste. Deswegen, ja. Ich hoffe, das bleibt so und ja. Ist einer oben drauf? Also wir halten fest, ich bin ganz schön krass geworden jetzt, ne? So, ich kann hier einfach so reinhören, kann alles niedermähen. Ich glaube, ich mache aber gleich den Boxkampf. Was war? Bin ich gerade beleidigt? Also ist doch Beziehung, ne? Ich wusste das, ey. Ich wusste das. So. Also, Entschuldigung, ich wusste das nicht. Aber ja. Was hat er ge- Wie hast du mich genannt? Hier. Du bist richtig fies, ne? Hast mich gerade beleidigt? Hä? Hier. Ja, so ein... Okay. Er hat gerade gesagt, so ein Rotz hier. Also ganz ehrlich, jetzt mochte ich ihn doch wieder. Aber er ist irgendwie explodiert. Ja, schade. So, egal. Ich muss es ja nicht wissen. Ich versuche natürlich immer schnell das Rotz. Das wollte ich gerade sagen. Da muss ich sagen, er hat gerade mein Herz erobert, bevor meine Schrotflinte seinen Oberkörper erobert hat. Schade. So, ich muss nur verschwinden, ne? Ich glaube, hier gibt es nichts mehr Tolles einzusammeln, ne? Wenn wir hier drüber laufen. Oh. Stark.
Kann ich Musik hören? Wie muss ich hören? Das ist auf jeden Fall die Musik von Edge Runners. Sie gerade auf dem Mond sind. So, und das starke Anime, kann ich nur sagen. So, also, jetzt haben wir den auch umgebracht. Ja. Und wir haben diesen Ring. Oh, wir haben da wieder was Neues. Das war's schon. Wir sind echt. Wir haben bald alles irgendwie hier schon freigeschaufelt. So, da oben. Ja, jetzt kommt der anstrengende Part, ne? Wie kommen wir da jetzt hoch? Ja, mach mal. Ja, doch, machen wir 17:45 halt, wenn ich genau jetzt eine Stunde, das heißt 25 Minuten. Und dann bin ich ja schon ein bisschen drüber. Sag mal 17:45 ist eine schöne ungerade Zahl. So. Wie komme ich jetzt da hoch? Da kann ich am schnellsten hoch, ne? So, würde ich mal sagen. Okay, jetzt wieder zurück. Können wir uns? Ja. Finde ich stark. So. Na, andere Seite. Die Seite geht auch? Okay. So, jetzt hier natürlich noch keine Waffe. Ne, ja, ich könnte ein Auto fahren. Ich weiß. Ich muss ja ein neues Auto besorgen. Ich habe noch nicht meine Hauptquest soweit, dass ich mein Auto rufen kann. Es wäre natürlich praktisch, das zu machen, aber ich wehre mich ein bisschen dagegen. Oh nein, daneben! Granaten! Ah, bitter. Lebst du eigentlich noch? So. Ja, ich weiß. Und die Brutalität. Aber ich bin nicht Batman. Ich lasse nicht irgendwelche Leute am Leben. Die mich... Okay. Es mag sein, dass ich sie zuerst angegriffen habe. Rein rechtlich gesehen, ja, ihr habt recht. Ich habe zuerst geschossen. Sie haben noch gar nicht angefangen zu schießen, als ich den ersten Schuss abgegeben habe. Aber ich kenne das Spiel. Wäre ich in die Nähe gegangen, hätten sie sofort auf mich geschossen. Also rein rechtlich gesehen habe ich mich nur im Vorfeld gewehrt. Eben, Nessie. Ich habe vorhin auch schon wieder einen umgebracht. Das war ein Ripper Dog, der anscheinend unten halt arme Leute auseinandergenommen hat, mit der deren Teile kriegt. Und da hat er auch gesagt, ich wurde dazu gezwungen, ich kann dafür gar nichts, bla 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 bla. Dann hatte ich die Option zu sagen, ja, ich habe deine E-Mails gelesen und so weiter halt. Und dann sagt er, naja. Und da habe ich ins Gesicht geschossen. Weil... Ne? Genau der Quote. Ja, es wird wahrscheinlich ein anderer Ripper Dog kommen, der einfach arme Leute auseinander nimmt für die Ersatzteile. Aber wenn ich einfach alle umgebracht habe am Ende, wird es keiner mehr machen können. Deswegen gleiches Prinzip. Deswegen habe ich ihn einfach umgeholzt. Ich bin nochmal zu vorsichtshalber auch runtergegangen, habe nochmal kurz die E-Mail durchgelesen, ob das auch wirklich passt oder nicht. Und ja, ich hatte recht. Das war schon richtig so. So. Oha! Hier darf ich nicht durch. Okay, ich behaupte mal, dass ich das Vieh niemals umbringen kann. Das hat schon so einen Totenkopf vor sich. Okay, wo muss ich nochmal hin? Verdammt, wo gehe ich eigentlich gerade hin? Egal, ich gehe mal weiter.
Ich brauche schnell irgendeinen Punkt, wo ich speichern kann. Oder wo ich einen Links habe. Wie? Ich darf doch nicht hin. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Okay, ich durfte da nicht hin. Finde ich schade. Ich will gerne selber entscheiden, wo ich hingehe. Aber ist okay. Ich respektiere die Meinung von dem Ding. Ist okay. Es ist okay. Ich bin nicht traurig, ich bin enttäuscht. Geh schon in die andere Richtung, oder? Ja. Was sagen? Das ist für ein krasser Draht, ey. Das ist ein Schnellreisepunkt. Da gehen wir mal eben rüber. So, machen wir das SOS erstmal? Ich würde sagen ja, ne? Ein paar kleine Missionen können wir schnell machen. Ein Pfiffchen? Das hört sich an wie so ein, wie irgendein Hund, ne? Ich muss mir mal sagen. Einmal eine Ohr mit. Ist das Max Tech? Ach, Trauma Team. Okay. Fast richtig. Okay, speichern. Werde ich das nächste hier machen. Hey, wie? Hast du Lust auf eine gute Tat, für die du auch noch Geld bekommst? Dafür musst du nur jemanden aus dem Clown der Tiger Claws befreien, bevor sie ihn zerfleischen. Bist du dabei? Details sind im Anhang. Und ich frag nicht zweimal. Oh. warte, das schaffen wir. Ja, ich hab auch den Nessie. Erledige es. Nessie, erledige es mit einer 9mm. So, ohne uns zu entdecken, ne? Ha! So. Dark Nessie, so wie ich das sehe. So. Ach so. Psst, wir müssen ganz leise sein. So. Ey! Hier, für dich. Kannst du haben. So. Wie schön ich den einen angeschossen und die Tür schnell wieder geschlossen habe. Warte, ich muss kurz looten. So. Ja, alles gut. Wie ist es eigentlich mit dem... mit dem Sound der CSS Tully? Also Game und meine Stimme dazu. Im Verhältnis. Zur Wurzel. Okay, super. Vielen Dank. Und Ton ist auch immer synchron, ne? Ja, okay. Supi, was ist das? So, jetzt können wir den Typen suchen. Leider nicht, Nest. Ich habe schon versucht, viel zu fixen, aber ich kann es dir nicht sagen.
Das wird also das nächste Projekt, dass ich da nochmal versuche, irgendwie eine kontinuierliche Lösung reinzukriegen. Wie das eine Problem, das ich selbst verursacht habe, gelöst ist. So. Soll ich irgendwann retten, ne? Na, ich finde, das ist nicht etwas. Das Ding ist richtig gut. Ich mag Blurbe richtig, richtig gern, ne? Also die Möglichkeit, dass Leute Sounds abspielen können und sowas, die wir raufladen können, finde ich echt eine mega Idee. Es ärgert mich tatsächlich halt, dass es nicht funktioniert, aber. Deswegen würde ich da schon etwas Permanentes hinkriegen. Huh! Entschuldigung. Können Sie bitte liegen bleiben? So, ich glaube, wir müssen aber noch irgendeine coole Waffe herstellen, ne? Ich finde, das können wir irgendwas Gutes machen. Ich brauche erst. Ja, magst du Munition erreicht? Ja, ich aber du weißt ja, wie es ist. Ne? Man will ja immer höher fliegen. Ne? Man will ja nicht sich auf dem ausruhen, was man hat, und will ja immer schon besser sein halt. So. Also, damit ich legendäre Waffen herstellen kann. Legendären Items, epischer Items, Level 12. Fehlt mir noch ein Level. Ja, ich bin auch froh, dass erstmal es funktioniert, aber weiß ja, wie es ist halt. Ne? Wir werden ja schon ein bisschen mehr haben dann halt. Wenn man schon soweit ist, dann muss da mehr einfach gehen. Scharfschützengewehr. Lass uns noch schneller schießen. Ich muss, glaube ich, echt irgendwann die Updates machen. Ne? So. Ninja! So. Kann ich einfach so ausschalten? Dafür kriege ich XP, nur weil ich das Ding einmal angucke. Stark. So. MMA-Turnier, stark. So, da sind Räume, da ist ein Raum noch. Sieht aus wie er, ne? Wo es weh tut. Bist du roh oder bist du durchfrittiert? Bist du roh? Ja. Das bin ich. Ich soll dich herausholen. Kannst du gehen? Junge, ich habe 34 Kämpfe unter dem Gürtel. Es ist nicht mein erstes Grün- und Blau-Makeover. Gib den Startschuss und ich folge dir. Okay, dann steh auf. Zeit abzuhauen. Bin direkt hinter dir. Aber wenn wir Ärger kriegen, kann ich dir nicht helfen. Nicht in diesem Zustand. Also 34 Kämpfe unter dem Gürtel hat. Werde ich bezahlt. Da sollte man ja meinen, dass er ein bisschen mehr hinkriegt, ne? So. Achso, bist du schon da? Okay. Achso, das ist keine Tür, wa? Hi. Bin irgendwie falsch abgebogen, jetzt bin ich mir in der Umkleide. Hm.
Entschuldigen Sie bitte. Das ist rein faktisch nicht möglich. Ich kann nicht vor dem Spiegel stehen und dann mit dem Rücken zum Spiegel stehen. Tut mir leid. Das ist nicht möglich. Außer Sie haben meinen Körper anders. Also Sie haben meinen Körper andersrum anmontiert. Kannst du das ein bisschen blutet? Ja, danke. Danke. Das ist natürlich sehr hilfreich. So, was denkst du nochmal? Ich hab dir ja geholfen, nach draußen zu kommen, ne? Was ist los? Was ist los mit dir? Ja, also nichts zu danken. Erledigen wir das endlich. Ja, geh mal langsam mal hinterher. Weil das rohe Ei, das ist langsam fast durch. Ja, sieht fast durch aus. Mal ein bisschen Autosurfen. Ich bin Gangster, ich stelle mich einfach ins Auto und warte auf ihn. So Leute, gleich spielen wir mit Omni weiter Borderlands 3. Oh, danke. Ab hier komme ich alleine klar. Daran zweifle ich nicht. Hey, sag mal, wer hat eigentlich die Eddies geblecht, um mich rauszuholen? Massidev, er wusste, du würdest nach seinem Ding in der Klemme stecken. Das sieht ihm ähnlich. Erst reitet er mich in die Scheiße und dann zieht er mich raus. Blut ist ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich ihm ins Gesicht rotzen oder. Ins Gesicht rotzen. Ist ganz stark. Wäre für euch beide besser, wenn ihr euch nie wiedersehen würdet. Niemals. Und wieder der Rotz. Du bist echt korrekt. Lass dich von dieser Stadt nicht verschlucken. Oder sorg wenigstens dafür, dass sie dich nie vergisst. Ganz genau, lässt sie sehr gut. Wo ist denn Sicherheit? Aber irgendwie habe ich mehr von dir erwartet. Mehr Diskretion zum Beispiel. Gib dir nächstes Mal mehr Mühe. Diskretion ist mein vierter Vorname. So. Da jetzt nochmal hingehen. Und dann machen wir noch. Versuchen wir das mal. Oh, ich weiß nicht, ob ich stark genug bin, ne? Ist er stark genug? Ich weiß es nicht. Konstitution. Brauchen wir Straßenschlägerei. Wir testen das gleich einfach mal, ne? Ich will jetzt eigentlich nicht mein Level dafür verbrauchen. Aber bin ich doch ein bisschen zu geizig. So, Überfall ist hier vorne nochmal. Das werden wir auch noch gleich mal eben klären. Hi! Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Sie sind ganz schön. Sie sehen süß aus. Platzen! Sorry, ich muss da hinten durch. Der hängt ein bisschen mit dem Kopf an der Wand. Oh, zurückgehen. Naja, okay. Dann Nachrichten, zack, zack, zack. So, der Rest ist mir egal.
Jetzt wollen wir mal den Kampf machen. Halt. Es gibt halt so eine Questreihe, wo man halt eben so ein Faustkampf-Turnier machen kann, soll, muss. So. Und den könnt ihr mal weitermachen halt. Da kommen immer stärkere Gegner. Und im Endeffekt kriegt ihr eine geile Belohnung am Ende. Ich weiß jetzt halt natürlich nur nicht, ob ich da jetzt extra was für skillen muss, ob ich damit so klarkomme halt. Was ist denn los? Okay, ich speichere mal kurz, weil ich habe keine Ahnung, wer die Guten, wer die Schlechten sind. Ich will ungern jetzt irgendwie alles so umhauen. Ich helfe mal eben, ne? Ich mach das schon. Ja, ist kein Problem. Ich neutralisiere eben mal die Gefahr. Hat die gerade auf mich eine Blendgranate geworfen? Lass ich in meinen Ruhm meine Leichen looten, ne? Wie mach ich das denn hier? Also für die XP mache ich das, aber. Ich stehe vielleicht noch irgendwo ein Auto rum zufällig, das ich nehmen kann. Das Auto? Oh, das hier. Na, nicht. Egal, auf dem Sender kommen auf jeden Fall ab und zu mal Edge Runner wieder. Deswegen. Also den mal eben kurz an. Hat das schon so ein. Moment. Kann man in dem Spiel nicht irgendwie so eine Autoreise machen oder so? Oh nein, Nessie. Mal fertig. Er hat's nicht verdient. Oh ja, ich sehe es auch gerade da, dass da irgendwie Alarm ist. Warte, wir können jetzt irgendwas Neues ausrüsten, ne? Wir können die Hotpants ausrüsten, das war's. Okay, warte, Leute. Also erstmal wieder alles hier verarbeiten zu coolen Sachen. Das liebe ich tatsächlich im Spiel, das ganze Level-System halt und dann eben noch starke Hotpants. Also Nessie. Wenn du das nicht gut findest, dann weiß ich aber auch nicht. Aber ich finde das schon stark halt. Haben wir ein Outfit? Schutzanzug? Nee, lame. Ich finde Hotpants muss schon sein. Sogar im Tiger in Leoparden-Look, weißt du? Best of both worlds. So. Tut mir leid, Nessie. Wir müssen jetzt beide durch. Ne? Für Stil muss man leider leiden. Okay, ich komm schon klar. Okay, da oben ist das. Okay, dann gehen wir darüber. Erstmal Fallhaie natürlich. Wie man mir davon noch Buffs reinballern kann. Okay. Okay, hier kommt der Kampf. Habe ich noch irgendwelche Buff-Items oder so? Ich weiß nicht, ob man die nutzen konnte, ob das Sinn gemacht hat oder nicht. Reingeballert.
eingeballert. Ja, testen wir mal aus. Das ist total dumm. Ich weiß doch, wo ich bin. Ich bin zum Kämpfen hier. Ich. Ach, gegen beide war das, ne? Ein bisschen unfair, aber okay. Wer von euch ist zuerst dran? Nee, du raffst es nicht. Der Körper da und dieser sind dieselbe Person. Also, sehe ich doppelt, oder was? Ich war mal ein Zwilling, sieht man ja. Die Zwillinge standen sich sehr nah, aber sie wollten sich noch mehr und stärker sein. Also haben sie neurale Oszillationssyncs installiert und jetzt sind sie, naja, ich. Eine Person, zwei Körper. Meine Körper machen alles zusammen. Alles. Nee, ihr macht wirklich alles zusammen. Na gut, aber wir erhöhen den Einsatz. Klingt fair. Für mich gar kein Problem. Also, können wir anfangen? Freundfeder, wie war's? Zeig mir, was ihr drauf habt. Das ist so krass. Halt! Stopp! Ich gebe auf! Das war auch sehr hoch. Hast du genug wie dein Bruder oder willst du mehr? Das ist nicht mein Bruder! Das bin ich! Ja, dafür, dass das auch sehr hoch war. Hier, dein Gewinn. Echt? Stark. Ja. Keine Sorge, es gibt immer einen nächsten Kampf. Hör auf, mit dir selbst zu reden! Nein? Haha, sehr witzig. Hey, hat der Ripper vielleicht noch mehr vertauscht? Hab das Gefühl, ihr habt vier linke Hände. Fick dich! Okay. Genug gedisst. Haben wir noch einen Kampf hier? Aber haben wir noch einen Ripper-Dog hier, den ich noch nicht umgebracht habe? Habe ich den schon getötet? Nein, habe ich nicht getötet, oder? Echt, otter dich. Richtig so. Nein, Nessie, du hast es drauf, weißt du? Die wollen immer hier. Wollen immer sowas. So, sind immer so unhöflich halt. Du warst früher Journalistin, oder? Das ist leicht zu erraten. Aber nicht alle Leute sind so aufmerksam. Warum hast du aufgehört? Habe ich nicht. Information ist eine Waffe, wie. Ich habe mir nur ein größeres Kaliber geholt. Ha! Ein großes Kaliber. Bis dann. Bye, wie. Denk dran. Die Medien lügen. Ja, sagen die heutzutage auch immer. Der mit dem Otterproblem. Coach Fred. Arroyo. Kann ich nach Arroyo schon? Dahin? Ne, da komme ich noch nicht hin. Okay, dann bleibt noch eine Mission hier. Dann hören wir nicht auf, Viertel vor, ja, dann schaffe ich noch eine. Gehe ich noch zum Ripper Dog. Ich habe jetzt ja mehr Street Cred, das heißt eigentlich muss ich ja schon bessere Sachen ausrüsten können hier. Ich gucke, ob ich da gleich rüberspringen kann ohne Probleme. Aber ich kann einfach da rüberspringen, ne? So, achso, ich muss doch da lang. Crap! Oh, ich stehe schon gerade an einem Weg. Ja? Warte. Da oder dahin? Ach, da unten. Okay, also das Doppelsprung macht schon sehr viel Sinn. Ah, Beine gebrochen. Ja, sorry, haben mir die Beine gebrochen. Er macht keinen Stress, ne? Ich will euch nicht alle umbringen müssen. Also ich will schon.
Kann ich nochmal kurz gucken. Requirements, okay, immer noch zu schlecht. Das fand ich nicht gut genug. In Besitz sogar. Leider noch keine Requirements, ne? Gegen Blut, gegen Brennen. Was brauche ich dafür? Street Cred 15. Okay, den muss ich mir auf jeden Fall danach holen, wenn ich das haben sollte. So, die kann ich schon ausrüsten. 10.000. Ja. Achso. Würde ich schon definitiv nehmen. Die Arme verbrauche ich circa 30, 20. Okay, dann kriege ich die coolen Sachen. Coole Beine habe ich schon. So, jetzt muss ich nur kurz hier meine Mods installieren. Speicherlöschung. Optikneustadt. Ping. Das hier. So. Ich wollte jetzt noch eben schnell zu einer Mission. Das ist die hier hinten. Oder was klauen, ne? Tschüss, Feder. Dir auch viel Spaß, was auch immer du tust. So, auf dem Weg dahin kommen wir auch gleich in links vorbei. So, 4 Granaten noch. Ich könnte nochmal nachbauen. Wir gehen erstmal schnell die Mission machen, damit Omi nicht gleich warten muss. Ja? Achso, da. Okay. Schnell mal. Tipp. Bradbury in Buran. Schwitzer Ark. Also hier Dino Ark oder Lost Ark. Richtig. Nicht die Meister eurer Erinnerungen, denn eure Augen gehören euch nicht, oder? Nicht nur euch. Glaubt ihr wahrlich, dass die, die euch eure mechanischen Augen verkaufen, niemals selbst einen Blick wagen? Kameras sind überall, sogar in uns! Eure Freuden, eure Sorgen und euer Leben, für die ist es ein bloßes Schauspiel. Wenn wirklich jemand zugucken würde, hätte ich schon die halbe Unterwelt der Stadt und die Konzerne am Arsch. Was, wenn sie dich ausnutzen, du unwissentlich ihre geheimen Pläne ausführst? Doch wer sind die, die jeden unserer Schritte verfolgen? Natürlich die Unterhaltungstitanen in Alpha Centauri. In ihrem Elend besänftigen sie die müden, unterdrückten Massen, indem sie unser Lachen und unsere Tränen vorführen. Los, stell dich zu ihm. Ich mache ein Foto. Tu so, als würdest du ihn fürs Verraten von Regierungsgeheimnissen verhaften. Akzeptiert die Wahrheit, ehe es zu spät ist. Stark. Jessica wird sterben, wenn sie das sieht. Das ist echt Max Nova. Ich drehe ab. Das ist echt Max Nova, muss ich merken. Radiowellen bringen euch die Wahrheit. Sollen die mit Ohren. War es das schon? Oder muss ich da. Es war schon, oder? Okay, habe ich doch. Hab ich doch nicht falsch gesehen. Was ist das schon mit dir? Akzeptiert die Wahrheit. Der fällt mir auch schlechter hinten. Ja, ist 5 vor. Okay.
Ich würde jetzt gerne einfach da reinlaufen und gucken, was der Typ da macht. Die hier sind auch ganz schön krass hier. Achso, hier ist wieder. Stark, Sparta. So, ich spiele jetzt auch mit Omni noch. Muss man deine Freundin mal fragen. Oder deine Frau, sorry, nicht deine Freundin. Ob die denn Lust hat oder nicht. Ich werde jetzt mit Omni noch mal ein, zwei Stündchen links in Borderlands spielen und dann würden wir fast mal Phobia wechseln, wenn es ein bisschen dunkler draußen ist. So, ich wechsle auch mal gleich mal eben hier mal meine Info. Auf zur Kammer. Ah, okay. Auf zur Kammer. Den Schätzen hinterher. Jojo, was geht? Den Schätzen hinterher. Jojo, was geht? Auf zur Kammer, den Schätzen hinterher. Jo, was geht? Schätzen hinterher. Was geht? So, ein kleiner Song hier als Titel. So, Borderlands 3. Stark, so. Aufgrund der Einfachheit halber und meiner persönlichen Faulheit das Video zu schneiden, werde ich gleich einmal kurz den Stream ausmachen, 20 Sekunden kurz neu starten und dann seid ihr wieder dabei. Dass ihr Bescheid wisst, weil wie gesagt, ich bin erstmal hier aus reiner Faulheit, weil das andere ist mir zu kompliziert. So, deswegen stark, Spadern. So, also bis in 20, 30 Sekunden. Tschüss. Also, die nicht zugucken wollen, Borderlands 3 kommt jetzt, danach noch Phasmophobia.